Ja, moin, moin und herzlich willkommen, meine Lieben. Wir sind wieder unterwegs. Neuer Tag, neues Glück. Ausgeschlafen, voller Energie und Motivation sind wir hier bei Stilberg. Erste Mal hier für mich an diesem See. Die Jungs sind heiß, ich natürlich auch. Und dann wollen wir mal schauen, ob hier der ein oder andere Fisch möglich ist. Bei der Ankunft habe ich schon gesehen, dass ein Angler im Drill war. Ist natürlich ein gutes Zeichen und ja, ist auch einiges los hier. Wollen wir mal schauen, ob wir heute den einen oder anderen Fisch bekommen. Wir sind gespannt, ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Also, wir legen los, auf geht's. So Leute, Platz ist bezogen. Ich habe hier den Daniel neben mir, der fischt einen 1,7er Gaia. Eugenius neben mir, der fischt einen Spoon, was hast du da drauf? Reiger. Ich werde mit einem Wobbler starten, Baby Mama und der Andi drüben. Weiß ich nicht, was der drauf hat, aber der steht auf der anderen Seite. Wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt. Der Teich ist nicht so groß, also gut überschaubar, auch gut beangelbar mit Kunstködern. Und mal schauen, ob wir hier den einen oder anderen Fisch veräppeln können. Tja Leute, da klingelt's beim Andi. Andi, der erste hier im Drill. Was hast du drauf an die Spoon? Ja. Gaia. Gaia? 1,7 oder was? 2,1, okay. Gar nicht mal so schlecht, ja. Ja, war noch nach einem alten Vorfach auf oder was? Ja, du hast da irgendwie ein Vorfach mit drin. Boah, guck mal, was da für ein Vorfach noch mit drin ist. Ja. Ach, du hast das Vorfach. Du hast das Vorfach gefangen, ja. Guck mal. So geht's natürlich auch. Geschummelt. Geschummelt, ja. So kann man es auch nennen. Ja, ein guter Fisch. Guter Fisch, den der Andi hier gekriegt hat, aber fremdes Vorfach abgerissenes gefangen. Trotzdem Pepi, Fisch zählt. Ei. Arschloch. Blanki, bis hier vorne hin. Ah, Leute, erste Attacke gehabt. Auf dem Blanki vor den Füßen. Ich habe den Fisch gesehen. Der hat den Wobbler verfolgt. Ist dann leider ausgeschlitzt. Aber der hat den gut genommen eigentlich. Ganz, ganz langsam kurbeln. Wupp. Ja, hat ihn. Erster Wurf, Blanki, Schwarz-Gold. Erster Wurf, Blanki, Schwarz-Gold, der hier stand. Ja. Ist er ein bisschen nervös? Noch so ein. Ja, nicht zu hart drillen, ne? Also die Bremse lieber ein bisschen weicher. So? Ja, so ist am besten. Ja, so wird das natürlich nichts, ne? Ich lasse frei, Andi lässt frei. Catch and release, genau. Heute ist Catch and Release, ja. Hat lang gedauert, ne? Vielleicht bleibt die auch mal dran. Leute, lange hat es gedauert. Nach dem 2-Aussteiger kommt hier maybe der Fisch in Kessel. Oder maybe auch nicht. Kein Problem. Geht. Hast du drauf? Ja. Ja Leute, lange hat es gedauert. Blanki hat jetzt hier 4 Kontakte gebracht. Jetzt ist doch auch mal eine endlich rausgekommen.
Mikro. Ja, Leute. Blanki lief ganz gut die erste halbe Stunde, Stunde vielleicht. Dann ging länger nichts. Jetzt habe ich auch vieles Verschiedenes probiert und Jaria in 0,8 Gramm gezielt am Fisch vorbeigezogen. Nein, ich wusste es. Nein, ich wusste es. Ja, Leute, Jaria 08, der dritte Aussteiger für heute. Ganz, ganz schwierig. Da kriegt man auch einen Biss, Fisch hängt und schlitzt auf. Leichte Depression am Teich, aber man kann es nicht ändern. Tja, Leute. Der Andi ist dran, kurz nach meinem Aussteiger. Ist der Andi jetzt hier im Drill? Andi, was hast du drauf? Bei East? Ja. Aber du hast auf Sicht geangelt, ne? Ja. Ja. Komm, ich helfe dir beim Abkeschern. Wir haben schon genug Fische verloren. Das ist auch eine gute. Ja. Schöner Fisch. Ja, wie viele Fische haben wir jetzt verloren? 4, 5, ne? Möchte ich gar nicht aussprechen, Herr. Fühlt sich schon an wie Catch and Release. Aber Dampf haben sie, ne? Ja. Sind so 2 Kilo Fische. Na, Mann. Boah, ein guter Fisch. Ja, Leute, Andi, sein Fisch. Ein schöner 2 Kilo Fisch. Ja, und dickes Petri wünschen wir. Petri, Dank. Tja, Leute, da ist unser Andi, der Glückliche, der heute Morgen so viel Glück hatte, dass er ein Vorfach gefangen hat, plus eine Bonusforelle. Und jetzt hier mit einer richtig schönen Lachsforelle, ja, so ein 2 Kilo Fisch. Ihr seht's, das ist ein sehr langer Fisch. Und Andi, erzähl uns, was hast du gemacht? Ja, die Fische standen vorne. Ich habe einmal hinten rausgeprügelt, dann versucht die hier vorne auf Sicht dann effektiv zu befischen. Und dann hat es geklappt, ist vor den Füßen eingestiegen. Und ja, Resultat in meinen Händen, ne? Ja, sehr schön. Toller Fisch und ich glaube, auf dem Bais hast du gefischt, ne? Ist richtig, ja. Dickes Petri, mein Freund. Hoffen wir, dass das nicht der letzte war für heute. Petri, Dank. Ich hoffe auch. Ja. Und vielleicht bleibt der jetzt auch mal dran. Auf Sicht. Wieder mit dem Jaria, ne? Den gesehen. Angeworfen. Und er ist hinterher. Dass wir hier gleich noch über Bord gehen. Hat sich gelohnt. Ist auch ein guter Fisch, guck mal. Alles gut. Ja. Der hängt im Oberkiefer. Eigentlich hängen die da immer gut. Ein guter Fisch. Jawohl. Oh, guck mal. Nein! Der ist rausgesprungen. Hast du gesehen? Der ist aus dem Kescher wieder rausgesprungen. Das gibt's doch nicht. Oh, ein guter Fisch, Leute. Jawollo. Auf dem Jaria weggepflückt. Puh. Tja, meine Lieben. Ausdauer macht sich bezahlt. Nach der ersten Stunde mit etlichen Aussteigern bei mir und beim Andi
hat sich das Blatt jetzt zum Vormittag gewendet. Der Andi hat gerade auf dem Baist eine Aufsicht gefangen. Ich hatte einen Aussteiger auf dem Jaria. Und ja, nachdem ich den Andi gefilmt habe und habe ich gleich den zweiten, dritten Wurf auf Sicht eine schöne, große, rotfleischige, dänische Großforelle. Wirklich ein schöner Fisch, schön langer Fisch. Haben wir jetzt hier rausgekriegt auch. Freut mich besonders, dass es jetzt auch mal bei mir geklappt hat. Und ja, denke, wir wissen, was wir zu tun haben. Die Fische sind sehr passiv an der Oberfläche. Man sieht sie, aber wenn man den passenden Köder präsentiert, dann wird reagiert und die nehmen den Köder auf. Toller Fisch. Wollen wir mal schauen, was hier noch so geht. Seid gespannt. Ja, meine Lieben, wir haben jetzt noch eine gute Stunde. 5 Fische haben wir zu viert. Nicht das Gelbe vom Ei. Ich glaube, wir hatten alleine in der ersten Stunde auf dem Blanki 4 oder 5 Aussteiger. Sehr, sehr schwierig. Aber wir haben jetzt etwas gefunden, was funktioniert. Und das sind wieder kleine Spoons dicht unter der Oberfläche. Die Forellen sieht man immer wieder. Wir haben zum Glück jetzt wieder ein bisschen Sonne. Und ja, man sieht einfach, dass die Fische an der Oberfläche stehen und große Köder werden in der Regel ignoriert und die kleinen Köder, die hochfrequent laufen und dann in verschiedenen natürlichen Farben, das scheint tatsächlich sehr gut zu funktionieren. Also wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht noch den einen oder anderen Fisch bekommen. In work. Oh Leute, der Daniel hat zugeschlagen. Daniel, ein guter Fisch, Junge. Nein, ausgeschlitzt, nein. Alter, heute ist mehr Catch and Release, ne? Was hast du drauf gehabt? Spoon? Ja, ich habe einen Spoon genommen. Was für ein Spoon zählt man, hä? Die Farbe. Ah, Lawine. Lawine 1,6, Farbe 18. Genau. Ja. Vom Rand auch, ne? Ja, sehr flach geführt vom Rand. Aber Schade. Ist halt so. Ich bin extra gelaufen schon. Och, das gibt's doch nicht. Er hat sich schon wieder. Es gibt's doch nicht. Jetzt, ey, was ist denn hier los jetzt, ey? Daniel. Ist das der. Das ist ein großer, ja? So 3 Kilo bestimmt. Daniel, was machst du hier mit meinen Nerven? Oh, das ist ein guter Fisch. Das ist wirklich ein großer. Also Daniel hat, wenn der rauskommt, Tagesgrößte, ne? Wenn. Ihr seht, Daniel ist leicht nervös. Wieder Catch and Release. Daniel ist leicht nervös. Daniel, wie fühlt sich das an? Erzähl uns das. Die Zuschauer wollen wissen, wie fühlst du dich? Ich fühle mich momentan sehr nervös. Sehr nervös, aber gerade verloren und die nächste sofort dran. Das ist doch. Ja, das ist. Hier musst du ein bisschen aufpassen. Hier ist Kraut vorne. Ah. Guter Fisch. Der Daniel hier einen guten Fisch drauf gekriegt. Manchmal hat man Glück im Unglück. Kennst du das? Ja, die sind vorsichtig. Hoffen, dass wir den rauskriegen. Oh, das ist wirklich ein richtig guter Fisch. Richtig guter Fisch. Ja, der geht nochmal. Aber nicht wie
Nein, er muss mit dem Kopf zuerst. Der muss mit dem Kopf. Nee, mit dem Kopf zuerst, sonst ist er weg. Der hängt aber eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir. Oh Leute, der Daniel hat nicht viel gefangen, aber dafür hat er hier einen richtigen Trümmer ins Netz befördert. Hast du? Jo, hab. Dickes Petri, Daniel. Petri, Dank, endlich. Tja, meine Lieben, da ist er, der Daniel. Daniel, wie fühlt man sich nach so einer adrenalinreichen Nummer? Man fühlt sich sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ne? Erster Fisch des Tages heute für mich. Ein bisschen leer ausgegangen, aber jetzt hat sich das natürlich wieder gelohnt mit so einem Fisch. Ja, du hast ja, ich bin ja zu dir gelaufen, du hattest einen Fisch im Drill und der ist leider sofort ausgestiegen oder genau. nach ein paar Sekunden ausgestiegen. Ja. Und du hast, glaube ich, einen Wurf danach, hast du eine Kirsche draufgekriegt, ne? Ja. Krasser Drill auf jeden Fall und ja Leute, schaut euch diesen Fisch an. Wirklich ein richtig toller dänische Großforelle, die er hier hat. Tagesgrößte für heute. Tippe mal, die hat so 2,5, vielleicht knappe 3, ne? Ja, so ein Bild würde ich das sagen. Ja, ist auf jeden Fall ein langer Fisch, schön sportlich und ja, dickes Petri, mein Freund. Petri, Dank. Ja. Da haben wir sie. Vorsicht, fall nicht ins Wasser. Oh, jetzt geht's ab. Ja, jetzt läuft's. Auch ein guter Fisch. Auch ein guter Fisch, Leute, wieder. Auch wieder ein guter Fisch. Abgenetzt. Jawohl, Leute, der nächste gute für mich. Vielen Dank, Daniel. High five. Nächster Fisch, aber guck mal, wie spitz der hängt. Der hängt am seidenen Fädchen, ne? Ja, die sind ganz vorsichtig. Ja, Fisch präsentieren wir euch gleich. Tja, Leute, die letzte halbe Stunde läuft und ja, mit reichlich Action, wie man gesehen hat. Daniel vorne im Eck, ich laufe hin. Aussteiger, nächste Wurf Fisch. Jetzt habe ich mich da mit hingestellt. Da ist eine Krautkante, die verläuft parallel zum Ufer. Und da ist jetzt aktuell etwas mehr Schatten als hier an dem Platz, wo wir heute Morgen standen. Deshalb ziehen die Fische wahrscheinlich gerne da lang. Und ja, ich habe wieder auf einen kleinen Jaria angeworfen. Ist kein Riese, ist so ein 1,5 Kilo Fisch wahrscheinlich. Aber wir haben trotzdem Spaß und wichtig ist, es kommt nach und nach der Fisch raus. Das ist auch unser Ziel. Wegen dem Angeln, wegen den Fischen sind wir auch hier und ja, es tut sich was. Nach der ersten Stunde war es relativ schwierig. Jetzt mittlerweile kann man sagen, wir haben ein relativ gutes Ergebnis. Wie gesagt, wir haben ein 4-Stunden-Ticket gebucht und in 4 Stunden ist der 7. Fisch, der jetzt rauskommt. Einige verloren, klar, gehört auch dazu, aber wir sind bemüht. Also Leute, vielleicht passiert ja noch was. Ja, der hängt ganz spitz. Ja, der ist ganz spitz. Stehst du auf dem Ketter? So. Leute, ihr seht sein konzentriertes Gesicht, Eugen. Ja. Jaria 08 in Schwarz-Gold. Jaria 08 Schwarz-Gold. Warte mal, wer hat dir die Farbe empfohlen? Du? Oh, ist ein großer Fisch. Ist so wie Daniel seine Amüse. Ein guter Fisch. Ein guter Fisch, Leute, der Eugenio. Du bist der Letzte, der jetzt einen Kleinen gefangen hat, ne? Ja. Yeah. Muss jetzt, hoffentlich kommt er jetzt auch raus.
Jawohl, ja, oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Fluch gebrochen. Schaut mal, Leute, wie spitz dieser Fisch hängt. Oh, yeah, yeah. Jetzt seht ihr, der Spoon ist raus. Auf jeden Fall Javier 08, man hat ihn gesehen. Hi Flosse. Entschneidert. Gott sei Dank. Dickes Petri. Petri, Dank. Leute, Eugenius, erzähl uns, wie anstrengend war es heute? Also für mich sehr anstrengend, dass mein erster Fisch nach langer Zeit. Aber du hattest viele Nachläufer und auch Aussteiger. Nachläufer, ja, und Aussteiger zwei Stück, aber keiner ist hängen geblieben, bis der jetzt. Okay. Welchen Köder haben wir gefischt? Der Herr Meires hat gesagt, ich soll den Jaria 08 nehmen in der passiven Farbe. Dann habe ich den schwarz-goldenen genommen und dann hat es funktioniert auch. Leute, da ist er. Schöne dänische Großforelle. Ich schätze, die hat so über zwei, wird sie auf jeden Fall haben, ne? Ja. Toller Fisch und entschneidert. Gott sei Dank. Entschneidert. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dickes Petri, mein Freund. Petri, und Dank. Ja, denke rundum gelungene 4 Stunden bislang. Das auf jeden Fall. Eingedreht, ne? Ah! Jawohl! Von unten hochgekommen, ne? Die ist aus dem Kraut rausgekommen. Die ist aus dem Kraut rausgekommen. Die ist aus dem Kraut rausgeschossen. Auch ein guter Fisch, guck dir das mal an. Guck mal, was in der letzten Stunde, was hier abgeht plötzlich. Hä? Das ist richtig komisch. Das ist wieder so eine 2 Kilo plus. Ja, Jaria 08. Reagieren die richtig gut drauf. Also ich habe jetzt die letzten 3 Fische alle auf Jaria, ne? Eine noch verloren. Na komm. Die ist die Krautkante hochgekommen. Ich habe sie gesehen. Ah nein, das ist nicht gut. Die hat sich eingedreht in die Schnur. Ist nicht gut. Jawollo, nächste. Vielen Dank. Ja, Leute, nächste schöne Lechsle im Netz. Wieder auf den Jaria. Die eine hat wieder gepackt. Dann wollte ich natürlich 50 Käsebereich spielen. Ja, ja, komm. Boah, hast du das gesehen? War das krank? War das krank? Auf unterm Baum, Eugen sagte, da steht immer wieder eine. Ja, er hat einen Fehlbiss auf dem Jaria. Jetzt bin ich mit dem Jaria gekommen. In die Baumlücke reingeschmissen. Und doch nochmal eine richtig schöne Lachsforelle, rotfleischige Regenbogenforelle, dänische Großforelle, die wir jetzt hier im Drill haben. Ist das geil? Was das doch noch für ein Tag ist. Ja? Dachte nach der ersten Stunde wirklich, oh Mann, wie endet das hier? Aber so wie es ausschaut, wird das ein sehr guter Tag. Den hat sie sich geschnappt, aber schon weißt du, wie nah? Wir konnten nicht schon richtig ins Auge gucken. Also 1 Meter, 2 Meter von unserem, vom Rand. Ne? Ja, und die haben Kraft, die haben richtig Kraft. Der Kollege, jetzt kommt er. Ui! Hat uns auch noch nass gemacht hier. Meine Güte. Meine Güte, was die für eine Kraft. Oh, oh, jetzt wird's gefährlich. Guck mal. Na komm. Jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Ja, Leute. Wieder auf dem Jaria. Schwarz-Gold. Und ja, tolle Lachsforelle hier wieder im Netz liegen. Wahnsinn. Ja, meine Lieben, unsere letzten 5 Minuten laufen. Der Eugenius, Andi und der Daniel sind noch fleißig am Durchziehen. Ich
drehe jetzt hier für euch das Outro. Was soll ich groß sagen? Resümee, ihr habt es gesehen. Aus einem sehr, sehr schwierigen Anfang wurde noch ein richtig, richtig guter Mittag. Wir haben es jetzt gleich 13 Uhr und ja, somit Mittag. Eine Forelle konnte ich doch tatsächlich noch zwischen den Bäumen in so einer Schneise, wirklich ein ganz, ganz kleiner Spielraum, wo man reinwerfen kann. Da habe ich den Jarrija 08 reingeschmissen, langsam durchgezogen und genommen hat sie den quasi vor den Füßen. Man konnte alles sehen. Ist natürlich immer wieder mit sehr viel Adrenalin verbunden. Und ja, der erste Eindruck hier von dem See von Stielberg, wirklich ein sehr, sehr schicker Teich. Also der ist nicht zu groß, der ist nicht zu klein. Gerade für die Leute, die mit Kunstködern unterwegs sind, so wie wir in unserem Fall, ideale Anlage, super beangelbar. Und, meine Lieben, das Wichtigste, hier findet ein täglicher Besatz statt. Das bedeutet, jeden Tag kommt frischer Fisch rein und dementsprechend stehen die Chancen immer sehr, sehr gut, dass man da die ein oder andere Forelle bekommt. Ja, ab 15 Uhr heute wird hier ein Event stattfinden mit Streifenbarschen tatsächlich. Ja, wie gesagt, unsere Zeit ist rum. Wir werden Fische sauber machen, zum Mittagessen und dann mal schauen, ob wir in die Unterkunft fahren oder ob wir noch einen anderen See anfahren. Aber wie gesagt, genialer Tag bei Sonnenschein und mal keinem Regen. Und den lassen wir jetzt erstmal ausklinken, machen Päuschen. Und ihr, meine Lieben, habt Spaß am Wasser, bleibt gesund. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Bis dahin, adios. Ciao.